In diesem Video zeige ich euch ein schönes Sommerdesign. Als erstes gestalte ich einen Farbverlauf. Den Verlauf kaschiere ich mit einem Kammpinsel. Dann kann die Farbe einmal ausgehärtet werden. Damit die Übergänge noch weicher werden, wiederhole ich dies noch einmal. Wenn der Farbverlauf jetzt schön ist, wird wieder ausgehärtet. Beim Design habe ich mich für eine Palme entschieden. Dies ist ein schönes sommerliches Motiv. Ich verwende hierfür einen Feinliner-Pinsel und schwarzes Farbgel. Anschließend wird das Design einmal ausgehärtet. Zum Abschluss verwende ich einen Versiegler ohne Inhibitionsschicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Liebe Grüße, eure Jessie.